müssen wir lang. Ja, das Pferd läuft aber langsam. Da bin ich ja schneller, wenn ich hier sprinte. Huch. So, kurz ausruhen und weiter. Ciao, macht's gut. War schön bei euch. Hat mich gefreut. Ich denke mal, wir haben alles soweit gemacht hier. Ich darf jetzt sogar einen Drachen beschwören. Alter, einen Drachen beschwören, ist ja krass, ne? Aber das kannst du auch nur einmal am Tag machen, ne? Also du kannst den jetzt nicht alle 5 Minuten beschwören, sondern wirklich nur einmal am Tag. Kommt die Alte eigentlich mit? Komm mal hin, Mädchen. So, sollte ich jetzt vielleicht nochmal speichern? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir da rauskommen, geht's weiter. So. Je eher wir die Schriftrolle nach Hause bringen, abgeschlossen. Desto schneller können Errungenschaft, wir uns um jenseits des Todes, geil. Bei Übergewicht ist das gut, kannst mit dem auch reisen. Hä? Bei Übergewicht. Hey, wie meinst du das? Meinst du, ich kann mit den Drachen dann fliegen? Also, dass ich den eine ganze Weile habe? So, und jetzt? Kannst du öfters benutzen den Ruf des Drachen. Okay, krass. Geil. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken nach der Quest. Finde heraus, wo sich die Schriftrolle der Drachen finde. Die Schriftrolle der Alten. Ehrlich? Hä? Ist das ein Bug? Ich bin ja bescheuert. Mit dem Pferd kannst du reisen, wenn du zu schwer bist. Ist das ganz gut? Ja, das stimmt. Ich will jetzt erstmal gucken. Wo ist... Da, warte, ich seh's. Akademie vom Winterfest. Finde heraus, wo sich die Schriftrolle der... Na toll. Reisen wir kurz mal dahin. Oh, geil, jetzt können wir einen Drachen. Geil. Nö, Akademie von Winterfest. Ey. Waren wir nicht hier schon gewesen? Wir waren... Ach nee, da war ja das mit dem Mottenpriester, ne? Und jetzt müssen wir den Typen fragen, ob der weiß, wo die Schriftrolle... Ah, hätte ich ja beim letzten Mal schon fragen können, oder? Hätten wir uns den Einweg jetzt sparen können. Gemächer des Erzmagiers. So, einmal hoch, drüben wieder runter. Ach, so ein Blödsinn, ehrlich. Das Arcanium. So. Hey, Schacke, Schorsch, komm her, ja. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wo jeder Gang macht Schlamm. Ja, ja. Natürlich tue ich das. Habt ihr was? Erzählt mir mehr über die Schriftrolle der Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Ja. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Hm. Na prima. Ein Preis wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten.
Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Wer hat die Schriftrollen der Alten geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Also gut, habt ihr denn eine, die man nutzen könnte? Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Habt ihr wenigstens Informationen über sie? Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat. Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Begonnen, die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Frage Urak nach dem verrückten Buch. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten von Septimius Signus, Akademie für Winterfeste. Kann ich das nehmen? Cool. Auswirkungen. Krass. Also ich lese das jetzt hier nicht alles vor. Da werde ich ja nie fertig. So. Ey, mich. Geh mal beiseite. Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja. Das ist das Werk von Septimus Signus. Na toll. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Ach, die setzt sich da hin. Krass. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Na toll. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Na toll, abgeschlossen die Suche nach der Schriftrolle. Finde Septimus Signus, ach du Scheiße. Ja? Stört es euch, dass wir uns gegen euren Vater verbündet haben? Ich kann nicht gerade sagen, dass es mich überrascht. Ich dachte mir schon, dass es eines Tages darauf hinauslaufen würde. Ich wusste nur nicht genau, wann. Wird es euch schwerfallen, falls wir ihn töten müssen? Solange ihr bereit seid, ihn zu töten, das ist alles, was zählt. Wenn. Ich hatte angenommen, dass das die ganze Zeit das Ziel war. Ich habe versucht, meinen Frieden damit zu machen. Nun los, wir können uns später darüber unterhalten. Toll. Schreckliche Situation mit diesem Ancano. Schade, dass ich nicht helfen konnte, aber ich war...
anderweitig beschäftigt. Krass. Habe ich jetzt eine Quest? Wo führt uns die Quest? Ernsthaft? Na gut. Schorstein, fürst du Grünwald? Hä? Warte mal. Ah, hier geht's nach Solstheim. Okay, Windhelm. Ich muss erstmal die Liebesgilde. Wir müssen ja verkaufen. Und hoch. Verkaufen und ja, ein bisschen leer machen. Das ist schon echt Wahnsinn, oder? Ich hoffe, die verfeindet sich jetzt ja nicht mit denen. Ja, eine Minute sollte ich entbehren. Naja, nicht für mich. Mein Junge, das brauchst du nicht. Ruf mal den Drachen. Ja, machen wir gleich. Machen wir auch gleich. Das will ich auf jeden Fall mal testen. Ich will den Drachen auch sehen. Hallo. Willkommen in unserer netten Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Zeigt mal, was ihr habt. So, Waffen. Hier, Nordbogen, kannst du haben. Nordschwert, kannst du auch haben. Die kannst du auch haben. Den Streit, hey. Ja, hier nimm ihn. Elfenkriegshammer kannst du haben. Elfenschwert, das kannst du auch haben. Schutzgeist kannst du auch haben. Mehr Gold hast du schon wieder nicht. Also gut. Aber wir haben ja noch ein paar andere Händler. Würdet ihr etwas für mich erledigen? Uns fehlt ja immer noch der eine, ne? Mal noch holen. Wenn ihr das Beste sucht, werft einen Blick darauf. Ja, ja. Du sollst erstmal von mir abkaufen, mein Junge. Hier, den hier. Wie viel hat der? Okay, hat auch noch ein bisschen. So, und Bekleidung. Den da. Das da. Und das da. Sehr nice. So, sonstiges? Nö. Also gut. Lass mal durch hier. Düdüm. Braucht ihr ein Gift für... Werft einen Blick darauf. So. Elixier der Ausdauerregeneration. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Tschüss. So, hat er auch kein Gold mehr. Mal. Ja, ciao. Hier haben wir noch unseren Schmied. Ist eure... Na, Klingen, Helme... So ziemlich alles, was ihr braucht. Toll. Das Problem ist jetzt... Der hat nichts mehr. Also gut. Also bei denen können wir nicht alles verkaufen. Na gut. Aber wir sind da einiges los geworden. So, einmal hier rum, einmal da rum. Oh Gott. So. Diebesgilde will ich auch noch weitermachen. Ihr braucht etwas? Nein, 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 nein. Tu das nicht. Gott sei Dank. So. Jetzt geht's auf nach Hause. Noch ein bisschen einlagern. Und dann schauen wir mal. So. Sonstiges. Muss ich den bei mir tragen, damit ich den... Ja, ja. Ich weiß es nämlich nicht. So, ich gucke jetzt nur mal gerade, ob wir... Totenschädel. Du kannst den Gegenstand nicht ausrüsten. Ich will ihn ja auch nicht ausrüsten. Ich will ihn ablegen. Dämel. So, Bücher haben wir auch noch. Mich juckt's Ohr. So, warte mal. Ja.
Hier haben wir Ringe, Halsketten und sowas. Ablegen. Das geht nicht. Ablegen. Ach hier, Locke von Schutzpatronium. Die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte erhöht. Steigert die Ausdauer um 50. Ach krass, was habe ich denn angelegt? Halskette, einhändige Angriffe. Ja, das ist natürlich, ne? 50 Punkte und Ausdauer wird um 50 Punkte. Das ist natürlich nicht schlecht. Die scheiß Magierrobe. Ehrlich. Dach. So. Dann haben wir ja auch wieder etliche Steinchen. Ja, musst du. Okay, die müssen wir bei uns tragen. So, makellosen Granatstein. Rubin, Saphir. Skelettschlüssel, Sehnsteinfragment. Ja, und die ganzen... Oh Gott. Oh mein Gott. So. Die Bücher. Was können wir da alles wegpacken? Oh, krass. Okay. So, dann. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Ich finde es immer so lustig. Bruder. Jawohl. Schwester. Kleiner und winziger. Die haue ich jetzt alle weg. Kleiner Sehnstein leer. Ablegen. Weg mit dir. Ablegen. Ablegen. So, haben wir noch einen winzigen? Ja, hier unten. Huch. Ablegen. Ich muss die alle loswerden, ehrlich. So, den haben wir hier drinne. Ihr seid zurück. Gewöhnliche. Hey. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Oh, ehrlich. Mein Gott. So, großer Sehnstein. Die nehme ich nämlich alle mit. Weil die können wir nämlich befüllen. Auch die mächtigen. Oh ja, mal 18 Stück. Da können wir die großen eigentlich alle da lassen. Weil wenn ich mächtige Sehnsteine 18 Stück habe. Mächtiger Sehnstein. 7 haben wir noch leer. Das war's dann. Das ist ja echt Wahnsinn, ne? Was habe ich hier noch? Mächtiger Sehnstein 10. Ja, die können wir ja hier lassen. So, was habe ich hier? Ja, ich habe ein paar Äpfel drin. Ein paar Äpfel. Ein paar Äpfel haben wir da drin, ein paar Äpfel. So, jetzt haben wir hier unsere Zutaten. Dadam, haben wir auch weg. Zehnhülle ist Essen. Ehrlich jetzt. Gott. So, 247 haben wir jetzt. Ein paar Pfeile können wir noch da lassen. Plötzlich. So. Nordpfeil. Haben wir 700. Eisenpfeil, Elfenpfeil. Warte mal. Zack. Lass mal da. So, Stahlpfeile. Die nehmen wir mit. Spitzhacke nehmen wir mit. Elfenpfeil. Die Eisenpfeile können wir weglassen. Haben wir überhaupt noch Bolzen? Zwergenbolzen. Okay. Oh, wie müssen wir denn eigentlich mal Ladung machen? Tja, ich würde sagen, das haben wir.
sehen gerade. So, jetzt wollen wir mal den Drachen beschwören. Ich musste den Zauber noch, sonst geht's gleich nicht. So, das geht da. Magie, Schrei. Ist das egal? Könnte ich den hier? Der kommt nicht. Hä? Ach, ich muss ja Richtung Himmel, ne? Der kommt aber nicht. War ich vielleicht der falsche Schrei gewesen? Nee. Hört meine Stimme? Mach mal vor dir auf den Boden. Der hat mich verarscht. Der hat uns einfach nur verarscht, der Sack. Nee, keine Ahnung. Vielleicht geht's auch nur, wenn Feinde da sind. Interessant. Er sagte gen Himmel. Ist ja buggy. Das funktioniert nicht. Jetzt bin ich traurig. Ich wollte den Drachen haben. Wollten wir den Drachen fliegen? Oder geht das nur, wenn man gegen Drachen kämpft? Kann auch möglich sein. Ja. Vielleicht geht das nicht, weil ich sie als Begleiterin habe. Kannst du den Kopf anders drücken? Nee, ich hab auf X. Nee, auf Y. Kann ich nichts machen. Ich hab lange gedrückt gehalten und kurz gedrückt. Aber irgendwie macht das nicht. Mach das nicht. Oh, wir machen mal was.